Sie sind Experte, was Kinder angeht. Und die Ständige Impfkommission hat damals schwer gerungen. Soll man Kinder ab 8 Jahren, soll man die impfen lassen, soll man sie nicht impfen lassen? Waren Sie denn damals mit der Entscheidung zufrieden, die dann schlussendlich gefallen ist? Also, dass es nicht zur Impfpflicht kam, da war ich sehr froh. Denn die STIKO hat im Unterschied zu vielen anderen Institutionen tatsächlich zumindest in ihrem Gutachten immer abgewogen Nutzen und Risiken. Das ist meistens untergegangen, wenn die Erklärung kam, also wenn die Empfehlung kam, die war meist eine halbe Seite lang. Und 3 Tage später kam dann das wirkliche Gutachten, was 15 Seiten lang war, was aber dann niemand mehr beachtete. Aber da war es tatsächlich richtig und wichtig, dass sie das abgewogen haben und überlegt haben, was bringt das wirklich, und verglichen haben mit dem, was bislang die Gefahr für Kinder betraf. Und ich denke, das ist relativ klar geworden ab einer frühen Zeit, dass die Kinder von allen Altersgruppen am geringsten von Covid-19 gefährdet wurden. Allerdings haben sie von allen Altersgruppen seit März 2020 die härtesten Maßnahmen abbekommen. Und das finde ich immer noch unglaublich. Und da denke ich, da müssen auch viele Dinge aufgearbeitet werden. Hm. Ich darf allerdings auch noch kurz ergänzen, was Sie vorhin gesagt hatten. Nehmen Sie die Gesundheitsministerkonferenz in Magdeburg. Ne? Als der Gesundheitsminister den nicht geimpften Pflegekräften sagte, also allen sagte, ihr habt dazu beigetragen, dass ihr habt heldenhaft gearbeitet in den letzten 2 Jahren, und ihr anderen, ihr nicht geimpften, ihr nicht. Sie haben nicht dazu beigetragen. Also eine vollständige Entwertung dieser Menschen, Entwürdigung dieser Menschen und deren Leistung. Und ich denke, das muss tatsächlich noch kritisch aufgearbeitet werden. Herr Klund, Ihr Forschungsschwerpunkt sind angewandte Kindheitswissenschaften. Welche Spuren haben denn die 180 Tage geschlossene Schulen bei Kindern und Jugendlichen hinterlassen? Ja, also da gibt es jetzt die verschiedensten Forschungsbereiche. In der Bildungsforschung, bei den Leistungsstandardtests, ist es sozusagen am evidentesten, welche Leistungsdefizite da jetzt entstanden sind im Grundschulbereich, im Vorschulbereich und in den weiteren Bereichen. Wir haben Forschungen zu psychosozialen Folgen, die sogenannten COPSI-Studien, die zeigen, wie hoch die psychischen Beeinträchtigungen waren seit Beginn der Maßnahmen, meist verdoppelt und verdreifacht. Und wir haben auch noch Studien über Kinder und Jugendliche selbst, die entsprechend gefragt wurden und die mitteilten, dass sie das Gefühl haben, man würde sich eigentlich gar nicht für sie interessieren. Und man entscheidet eigentlich über sie hinweg. Und das ist ja sozusagen auch ein zentraler Kritikpunkt jetzt von meiner Seite, dass eben entsprechend die UN-Kinderrechtskonvention, die ja in Deutschland ein Bundesgesetz ist seit 1992, dass die in Artikel 3 ja vorgibt, dass bei allen staatlichen und nichtstaatlichen Maßnahmen das Kindeswohl vorrangig berücksichtigt werden muss. Und das, was wir in den letzten 3 Jahren erlebt haben, kann man relativ gut nachweisen, dass es nicht nur nicht vorrangig berücksichtigt worden ist, sondern, wenn man ehrlich ist, eigentlich überhaupt nicht berücksichtigt worden ist. Und da ist tatsächlich noch einiges jetzt im Argen. Herr Klund, die Bundesregierung hat ja schon während der Pandemie das sogenannte Aufholpaket für Familien beschlossen. 2 Milliarden Euro sind da drin. Trotzdem sagen Sie, die Corona hat die Ungleichheit in der Bildung weiter befördert. Was muss denn passieren, damit uns das beim nächsten Mal in dieser Form nicht passiert, wenn wir auch auf diesen, mit diesem Blick oder unter dieser Prämisse Aufarbeitung nach vorne gucken? Also, so kurz es nur irgend gehen kann. Die neueste Erforschung des Corona-Aufholpaketes zeigt, dass die Findigsten etwas bekommen haben und dass diejenigen, die am benachteiligsten waren und sind, auch am wenigsten vom Aufholpaket bekommen haben. Im Prinzip in allen Bundesländern, noch am besten war es in Hamburg, weil es da bestimmte Grundstrukturen noch vorher gab. Aber das muss man sich einfach bewusst machen. Wenn man jetzt sagen will, was kann man lernen, könnte man sagen, das Erste wäre zum Beispiel in den Landes-Corona-Kabinetten, Krisenkabinetten am Anfang, wäre ganz schön gewesen, wenn nicht nur Männer drin gesessen hätten. Im Bundeskrisenkabinett in den ersten Monaten
wäre es ganz schön gewesen, wenn die Familienministerin auch dabei gesessen hätte, sodass also auch diese Aspekte mit eine Rolle spielen. Wenn jetzt begonnen wird zu erforschen, wie sieht das aus? Natürlich hat es weltweit hat es Entwicklungen, auch psychische Folgen gegeben und Depressionen und auch Suizidentwicklungen, aber halt eben auch in Deutschland. Und zwar ganz gravierende, insbesondere im Frühjahr 2021. Wenn dann der Bundesgesundheitsminister sagt, offensichtlich bis heute, aber es kann sein, dass er vielleicht ja heute noch die Meinung geändert hat, bis heute sagt, das liegt nicht an den Maßnahmen, das liegt an Corona. Ja, dann merke ich einfach, es ist eine Differenzierung immer noch nicht vorhanden, auch im wissenschaftlichen Bereich, die differenzieren lernt zwischen Corona und zwischen Corona-Maßnahmen. Ja, denn, wie Sie ja schon angedeutet haben, in Deutschland über 180 Tage geschlossene Schulen, in Frankreich 50, in der Schweiz 40, in Schweden 30. Und jetzt schauen wir uns bald die Infektionsraten mal an und die Übersterblichkeitsquoten der letzten 3 Jahre und da werden einigen die Augen übergehen, ja, weil da tatsächlich Entwicklungen sind, die einfach so nicht passen. Was wir aber sehen können ist, es gab Einschränkungen und das Recht auf Gesundheit, auch nach der WHO-Charta übrigens, ist nicht nur die Abwesenheit von Krankheit, erst recht bei Kindern. Da geht es um andere Aspekte noch, Partizipation, Sport, Interaktion mit anderen. Wenn ich die Kinder isoliere, ja, insbesondere diejenigen, die keinen sonstigen Ausgleich haben und materielle Förderung haben, dann quäle ich sie auf eine bestimmte Art und Weise. Und das muss ich wissen. Und wenn ich das zu lange mache, dann habe ich die Folgen, die wir jetzt haben, in den Kinder- und Jugendpsychiatrien und so weiter. Das heißt, das muss wirklich systematisch, kritisch aufgearbeitet werden. Aber Entschuldigung, ja, jetzt nur noch mal ein Punkt. Wenn den wirklich alle kennen, Christian Drosten, und auch alle als Autorität genommen haben für alle möglichen Kürzungsmaßnahmen, dann müssen wir doch spätestens seit November 2021 zur Kenntnis nehmen, dass Christian Drosten gesagt hat, die Wissenschaftler haben im Frühjahr 2020 keine Schließung der Schulen gefordert. Das ist nachher geschehen in der Ministerpräsidentenkonferenz. Und Christian Drosten sagt auch, es gab auch am Ende 20, Anfang 21 Alternativen zu den völligen Schulschließungen. Er sagt, man hätte im Dienstleistungsbereich, beim Wirtschaftsbereich eingreifen können und die Bildungseinrichtungen offen lassen können. Ich sage nur, Christian Drosten als Wissenschaftler, der wirklich Autorität ist in diesem Bereich, und ich hätte mir seine Kritik auch ein bisschen früher gewünscht, ehrlich gesagt, aber er hat zumindest festgelegt, die Wissenschaft, auf die sich ja immer berufen wurde, hat das nicht gefordert. Also muss das aufgearbeitet werden. Wer hat das denn dann gefordert?